In Butscha zeigt sich die ganze Grausamkeit von Wladimir Putin. Der Vorort von Kiew ist zum Schauplatz eines unfassbaren Kriegsverbrechens geworden. Russische Truppen ermorden hier innerhalb von wenigen Tagen über 400 Menschen. Väter, Söhne, Frauen und Kinder werden zu willkürlichen Opfern, nur weil sie Ukrainer sind. Es vergingen ungefähr 5 Minuten. Dann haben sie sich dazu entschieden, dass sie uns töten müssen. Eine beispiellose Barbarei, begangen im Europa des 21. Jahrhunderts. Einige der Taten werden von Überwachungskameras aufgezeichnet. Bilder, mit denen sich die Spur der Vernichtung nachzeichnen lässt. Es sind die Beweisaufnahmen eines verbrecherischen Überfalls auf eine ganze Nation. Angezettelt von einem skrupellosen Diktator. Die Täter werden in jedem Fall bestraft. Wenn nicht von der Justiz, dann von Gott. Mittlerweile ist es gelungen, fast alle russischen Besatzer in Butscha zu identifizieren, den Mördern Namen zu geben. Doch unklar ist, ob sie sich je vor Gericht verantworten müssen. Ein Bürogebäude in der Jablonska Straße Nummer 144 in Butscha. Während der Besatzung haben die Russen hier ihren Stützpunkt. Die Adresse, ein Synonym für die Kaltblütigkeit, mit der gemordet wurde. Am 4. März dieses Jahres exekutieren russische Soldaten in einer Ecke vor dem Gebäude 8 ukrainische Männer. Ganz normale Bürger, die an jenem Tag einfach nur ihre Familien verteidigen wollten. Alexei Kasedub wohnt nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Er kannte die Todesopfer. Vor dem Krieg waren fast alle seine Nachbarn. Andrei Dvornikov lag hier. Genau hier. Und dort lag ein Mann mit verdrehten Beinen. Kurz nach dem Abzug der Russen wird Spiegel TV dieses Video zugeschickt. Es ist Anfang April, als Anwohner die 8 Leichen entdecken. Jablonska Straße 144. Die Russen ließen ihre Opfer einfach liegen. Wochenlang. Sie machten sich nicht einmal die Mühe, ihre Verbrechen an der ukrainischen Bevölkerung zu verschleiern. 8 Leute, die 8 Männer waren von der Territorialverteidigung. Ich war damals auch mit dabei, habe geholfen, Barrikaden zu bauen und Panzersperren zusammenzuschweißen. Die wurden dann auf der Straße verteilt. Inzwischen konnten alle 8 Opfer identifiziert werden. Es sind Handwerker, Fabrikarbeiter oder Ladenbesitzer aus Butscha. Männer, die freiwillig bei der Verteidigung ihrer Heimat gegen den russischen Einmarsch geholfen haben. Natalia kommt jeden Tag hierher und zündet eine Kerze am Ort des Massakers an. Ihr Ehemann Andrei ist unter den Toten. Hier sehen Sie die Einschusslöcher. Ich habe mir natürlich große Sorgen um meinen Mann gemacht. Aber ich wusste auch immer, dass er eine richtige Entscheidung getroffen hat. Es war die Entscheidung, unser Zuhause, unsere Familie und unser Land zu beschützen. Ihr Mann Andrei wird nur 55 Jahre alt. Ein Familienvater mit gefesselten Händen hingerichtet. Es ist sehr schwer, das alles in Worte zu fassen. Der Schmerz ist immer da, jede Minute, jede Sekunde, zu jeder Tageszeit. Ich habe den liebsten Menschen verloren, den ich hatte. Ich habe jemanden verloren, der ein Teil von mir war. Das Kriegsverbrechen in der Jablonska Straße 144 lässt sich inzwischen so genau rekonstruieren, weil es einen Überlebenden des blutigen Massakers gibt. Sein Name ist Ivan Skiba. Hier zu sehen auf einem Foto vor dem Checkpoint der Territorialverteidigung. Bei den Hinrichtungen wird er angeschossen. Anschließend gelingt ihm die Flucht. Gegenüber Spiegel TV spricht er zum ersten Mal im deutschen Fernsehen über seine Erlebnisse an jenem Tag.
Über Funk wurde uns damals mitgeteilt, dass wir unbedingt aufpassen müssen und dass wir uns verstecken sollen. Schließlich besaßen wir fast keine Waffen mehr. Wir hatten nur noch eine Kalaschnikow und ein paar Handgranaten. Der 3. März, eine Woche nach Kriegsbeginn. Bilder einer Verkehrsüberwachungskamera und Handyvideos von Anwohnern zeigen, wie die russischen Fallschirmjäger auf der Jablonska Straße vorrücken. Im Haus Nummer 31 verstecken sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Männer der ukrainischen Territorialverteidigung. Skiba ist einer von ihnen. Wir waren ungefähr 24 Stunden in dem Haus. Doch dann haben die Russen die Tür aufgebrochen und uns alle rausgeholt. Sie haben uns gezwungen, uns mit einer Hand an der Hose des Vordermanns festzuhalten und mit der anderen am Kopf. So mussten wir bis zur Jablonska Straße 144 laufen. Vor dem russischen Stützpunkt zeichnet eine Kamera den verhängnisvollen Moment auf. Wenig später sind 8 der 9 Männer tot. Das bin ich. Ivan Skiba und die anderen werden durchsucht und dann an eine Wand gestellt. Einer der Jüngeren, der erst 28-jährige Vitali Karpenko, stirbt an diesem Tag als Erster. Er hinterlässt eine Ehefrau. Sie haben sich direkt neben mir auf Vitali Karpenko gestürzt. Er war der Letzte in der Reihe. Sie haben ihn sofort erschossen. Erschossen nur, weil er sich bewegt hatte. Er fiel dann genau neben mir hin. Ich habe gesehen, wie er mit nacktem Oberkörper auf dem Boden lag und sich noch bewegt hat. Und dann haben sie nochmal auf ihn geschossen. Alle anderen werden mit vorgehaltener Waffe in eine Ecke neben das Gebäude gebracht. Offenbar sind sich die russischen Soldaten noch unschlüssig, wie sie weiter vorgehen sollen. Etwa 5 Minuten haben sie miteinander geredet und sich dann entschieden, uns zu töten. Ich habe ein Gespräch gehört, in dem einer von ihnen die Frage stellte, was sollen wir mit ihnen machen? Der andere Soldat sagte dann, ach, was soll's, mach das so. Es ist der Augenblick, in dem einer der Männer versucht zu fliehen. Sein Name Anatoli Prichotko. Doch auch er hatte keine Chance. Prichotko lief zu einem Gang. Er ist da plötzlich hin. Ich wusste nicht genau, was er machen wollte. Wahrscheinlich abhauen. Er lief einfach weiter. Sie schrien ihn an, stopp, nicht bewegen. Aber er rannte immer weiter. Dann haben sie auf ihn gefeuert und er ist auf den Boden gefallen. Danach fingen dann plötzlich alle Soldaten an zu schießen. Mich haben sie auch getroffen, hier, an der Seite. Hier hat mich die Kugel getroffen. Nach den Schüssen stellt sich Skiba tot. So lange, bis er sich schließlich in einen angrenzenden Vorgarten retten kann. Das Haus in der Jablonska Straße dient den Russen nicht nur als Stützpunkt. Im Keller halten sie immer wieder Menschen als Geiseln gefangen. Als sie abziehen, hinterlassen sie einen Ort der Verwüstung, zerstört und geplündert. Was nicht nied- und nagelfest ist, nehmen sie mit. Das waren die Russen. Es ist der Hausmeister des Gebäudes, der dieses Video macht. Überall Chaos und leere Flaschen. Während oben der Alkohol in Strömen floss, wurden im Untergeschoss Frauen, Kinder und alte Menschen als Geiseln festgehalten. Über eine Woche waren einige von ihnen hier eingepfercht, unter unmenschlichen Bedingungen. Danach ließ man sie laufen. Die Situation hier unten war wirklich nicht einfach. Es waren nur 11 Grad, sehr kalt. Und es gab nicht genug zu essen, um alle 100 Leute zu versorgen. Die Menschen waren hier eingesperrt und ihnen wurde gesagt, dass sie nicht raus dürfen. Spiegel TV ist es gelungen, mit einer Frau zu sprechen, die tagelang im Keller ausharren musste. Eine wichtige Zeugin. Ich weiß, dass sie die Männer in den oberen Stockwerken eingesperrt haben.
Später kamen noch andere dazu, die sie auf der Straße festgenommen hatten und in den Keller brachten. Sie sollten ihre Kleidung ausziehen und mussten zeigen, ob sie Tattoos haben. Dann haben sie sie komplett durchsucht und danach weggesperrt. Inzwischen hat der Staatsanwalt die Zeugenaussagen in diesem Fall aufgenommen. Doch obwohl es Fotos der Täter aus den Überwachungsvideos gibt, konnten sie bislang nicht identifiziert werden. Der hier. Der Soldat sieht so aus wie der, der uns abgeführt hat. Sein Gesicht war zwar maskiert, aber ich erkenne ihn an seinen Augen. Er sieht sehr ähnlich aus. Wenn ich mir die Videos der Überwachungskameras anschaue, glaube ich, dass er das gewesen ist. Ivan Skiba ist durch das Erlebte schwer traumatisiert. Die Ereignisse verfolgen ihn bis heute. Wissen Sie, ich weiß ja, dass es nicht meine Schuld gewesen ist. Aber manchmal überkommen mich trotzdem Schuldgefühle. Weil ich überlebt habe und alle anderen an diesem Tag gestorben sind. Da ist diese Melancholie in mir. Der Friedhof am Stadtrand von Butscha. Inzwischen hat die Stadt ein ganzes Feld neuer Gräber ausgehoben. Für Putins unzählige Opfer. Auch Alla Netschiporenko besucht die Grabstelle ihres Mannes fast jeden Tag. Am 17. März dieses Jahres wird er erschossen. Von russischen Soldaten an einer Straßenkreuzung. Ich habe immer noch nicht akzeptiert, dass er jetzt nicht mehr da ist. In meinen Gedanken ist er immer noch hier bei mir. Ich glaube, ich habe das noch nicht verarbeitet. Ich denke die ganze Zeit, dass er nur kurz weg ist und dass er bald zurückkommt. Der Anwalt Ruslan Netschiporenko. Ermordet, als er für seine Familie Lebensmittel und Medikamente holt. Spiegel TV berichtet schon im April über den Fall. Zusammen mit seinem jüngsten Sohn wird er auf dieser Straße von russischen Besatzern gestoppt und sofort getötet. Auch vor Juri, einem unbewaffneten 14-jährigen Jungen, machen sie nicht Halt. Der Soldat schoss auch auf mich und traf meinen Finger. Mit dem nächsten Schuss hat er meinen Arm getroffen. Ich bin auch hingefallen. Als ich auf dem Bauch lag, hat er auf meinen Kopf geschossen. Aber beim Hinfallen ist die Kapuze meines Pullovers verrutscht und stand seitlich von meinem Kopf ab. Dadurch entstand ein Hohlraum, in den die Kugel eingeschlagen ist. Auf dem Boden liegend, neben der Leiche des Vaters, stellt er sich tot. Wie lange, weiß er nicht. Irgendwann habe ich mich entschieden, nach rechts zu gucken. Da lag mein Vater in einer großen Blutlache. Ich habe den Kopf angehoben. Da war ein Soldat zwischen einem Panzer und einem weiteren Fahrzeug. Ich habe abgewartet, bis niemand zu sehen war. Dann bin ich losgelaufen. Ruslan Netschiporenko war nicht nur Vater und Ehemann, sondern auch Europäer. Er stirbt mit nur 47 Jahren. 468 Tote wurden bislang in Butscha gefunden. Überall werden zuvor notdürftig verscharrte Opfer wieder ausgegraben und von Forensikern dokumentiert. Jeder Fall ein Kriegsverbrechen, das auf das Konto von Putin geht. Ausgeführt von Tätern, die dafür vor ein internationales Tribunal gestellt werden können. Das Rechtsmedizinische Institut in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Hier werden die Toten aus Butscha obduziert. Aus Platzmangel liegen die Leichen in einem abgestellten Kühllaster auf dem Hof. Hier sind die Toten, die noch nicht identifiziert wurden. Wir haben ihre DNA genommen und warten auf die Übereinstimmung mit den Proben ihrer Verwandten. Danach können die Verstorbenen abgeholt und bestattet werden. Aktuell sind es etwa 30 Opfer, die hier als unbekannte Tote aus Butscha geführt werden. Ich glaube schon, dass sie noch identifiziert werden. Doch aufgrund des Krieges haben viele Menschen die Ukraine verlassen.
Viele wissen noch gar nicht, dass ihre Verwandten tot sind. Erst wenn sie zurückkommen, könnten noch weitere Opfer identifiziert und begraben werden. Aufgabe der Rechtsmediziner ist es, herauszufinden, woran die Menschen starben und damit Indizien für mögliche Kriegsverbrechen zu sammeln. Eine Arbeit, die auch erfahrene Pathologen an ihre Grenzen bringt. Wissen Sie, am meisten hat mich schockiert, und ich mache diesen Job schon seit 12 Jahren, dass hier so viele Zivilisten gestorben sind und weniger die Soldaten. Es ist auch nicht die Art der Verletzungen. Wir sehen hier wirklich viele unterschiedliche Verwundungen. Es ist einfach die schiere Menge an Zivilisten, die so schockierend ist. Schockierend ist die Eiseskälte, mit der die Täter vorgingen. In dieser Firma für Campingausstattung ermorden russische Soldaten 2 Zivilisten, nur um ungestört zu plündern. Die Videoüberwachung zeigt, wie zunächst Granaten einschlagen. Danach nähert sich eine Gruppe Soldaten. Zu diesem Zeitpunkt sind nur noch der Eigentümer und ein Wachmann auf dem Gelände. Beide Männer bereiten sich offenbar darauf vor, mit den Angreifern zu sprechen. Rund 10 Minuten wird verhandelt. Zwischendurch kommt ein Transporter mit der Aufschrift Spezialtruppen. Alles wirkt harmlos. Man verabschiedet sich voneinander, die Soldaten, so scheint es, ziehen sich zurück. Doch plötzlich ändern sich die Pläne der Russen. 2 der Kämpfer kehren zurück und schießen den unbewaffneten Zivilisten in den Rücken. Warum? Das fragt sich Wasil Podlewski bis heute. Auch er hat für den Campingausstatter gearbeitet, kannte den Wachmann. Ich vermute, die Russen haben eine Werbung gesehen, dass es hier Fahrräder und Wohnmobile gibt. Daher wussten sie, dass es hier Wertvolles zu stehlen gibt, wie PCs und andere Geräte. Seinem Kollegen Leonid Pliatz wurde das zum Verhängnis. In den Rücken getroffen, geht der Wachmann zu Boden. Doch während sein Begleiter offenbar sofort tot ist, kommt Leonid wieder auf die Beine. Er schleppt sich schwer verletzt in seine Wachstube und ruft Wasil an. Im ersten Telefonat habe ich versucht, ihn zu fragen, was passiert ist und wie er sich fühlt. Beim zweiten Anruf fragte er mich immer wieder, wann kommt jemand? Ich habe ihm gesagt, dass die Jungs unterwegs sind. Wann genau sie da sind, wüsste ich nicht. Aber sie werden auf jeden Fall kommen. Er sagte dann nur noch, dass ihm alles so wehtut. Während der Wachmann um sein Leben kämpft, durchsuchen die russischen Soldaten in aller Ruhe die Innenräume des Campingausstatters. Im Büro des Geschäftsführers werden sie schließlich fündig. In der Minibar. Es gibt Whisky mit Cola. Wegzehrung für eine Killertruppe. Dann entdeckt einer von ihnen die Kamera. Die Ausbeute, ein paar Flaschen Alkohol und ein Fahrrad. So banal, so sinnlos. Das ist vollkommen verrückt. Ich weiß nicht, wie ich das sonst bezeichnen soll. Dafür gibt es keine Worte auf Ukrainisch. Das ist einfach nur destruktiv. Das sind keine Soldaten. Die sind wie Piraten. Die machen alles kaputt, klauen und versenken dann das Schiff, damit es keine Spuren gibt. Als die eigenen Leute, die Männer der ukrainischen Territorialverteidigung, nach 4 Stunden endlich vor Ort eintreffen, ist es für den 65-jährigen Wachmann zu spät. Leonid Pliatz erliegt seinen schweren Verletzungen. Da waren seine Mörder längst weg. Fahrt durch Butscha. Früher Pendlerstadt für Ukrainer, die in Kiew arbeiteten. Heute Ruinen- und Trümmerlandschaft. Zerstört durch russische Invasoren. Bei der Suche nach den Schuldigen helfen hier alle mit. Inform Napalm nennt sich eine Webseite ukrainischer Frontsoldaten, die mutmaßliche Täter identifizieren und Beweise für Kriegsverbrechen sammeln. Dabei geht es nicht nur darum, den Mördern ein Gesicht zu geben. Eines unserer wichtigsten Ziele ist tatsächlich die Bestrafung der Mörder. Für alle Verbrechen, die auf dem Territorium der Ukraine begangen wurden.
und zwar seit der Besetzung der Krim. Das muss gestoppt werden. Alle müssen bestraft werden. Entweder durch das Gesetz oder durch physische Vernichtung. Mittlerweile haben sie herausgefunden, dass es die 64. motorisierte Brigade gewesen ist, die in Butscha einmarschierte. Angeführt von Oberstleutnant Asadbek Umurbekov. Kurz vor Kriegsbeginn noch von einem Priester gesegnet. Wir haben alle Kontakte in den sozialen Medien von ihm gesammelt und seine Verbindungen zu anderen Leuten. So fanden wir heraus, dass er zu der Zeit definitiv in Butscha stationiert war. Wir konnten die Daten seiner gesamten Brigade ermitteln, auch weil wir das Handy von einem Typen aus der Einheit gefunden haben. Es ist das Mobiltelefon von Peter Sacharow. Der russische Stabsunteroffizier hatte es während der Besatzung verloren. Für die Rechercheure von Inform Napalm ist der Handyfund ein Volltreffer. Eine detaillierte Innenansicht auf den Feind. Weil er sein Telefon verloren hat, konnten wir jede Menge Informationen bekommen. Wir sammelten interessante Fotos, Videos und viele Kontakte. Das hat uns dabei geholfen, weitere Soldaten zu identifizieren. Noch haben wir nicht alle Namen veröffentlicht. Aber wir haben alles akribisch ausgewertet und alle ermittelt, die in Butscha dabei gewesen sind. Neben Fotos aus seiner Einheit und seinem Privatleben findet sich auch ein Video, das zeigt, wie Sacharow Untergebene behandelt. Rede, du Schwanz! Zunächst einmal müssen wir Peter Sacharow für sein Handy danken. Mit all den Kontakten, Videos und den Fotos vom Schlachtfeld. Die noch nicht veröffentlichten Informationen geben wir jetzt dem Analyseservice der ukrainischen Regierung, um mögliche Anklagen vorzubereiten. Knapp 100 Soldaten der Butscha-Brigade konnten mittlerweile identifiziert werden. Und 10 von ihnen werden namentlich per Steckbrief gesucht. Unterdessen werden die Gräberfelder auf den Friedhöfen der Region immer größer. Für die Angehörigen ist die rechtliche Aufarbeitung der Verbrechen ein Trost, wenn auch ein schwacher. Die Täter werden auf jeden Fall bestraft. Wenn nicht durch das Gesetz, dann von Gott. Aber selbst das verschafft mir keine wirkliche Erleichterung. Denn ich habe den liebsten Menschen verloren. Jemanden, der mich und meine Familie immer beschützt hat, auf den ich mich zu jeder Zeit verlassen konnte. Dieser Mensch ist nicht mehr da. Und es geht weiter. Jeden Tag morden russische Soldaten auf Anordnung ihres Befehlshabers. Es wird viel aufgearbeitet werden müssen nach Putins Krieg.